Und herzlich willkommen zurück zu Mindtest Creator Server Let's Play. Operation Kaktus steht an. Eieiei. Aber wie gesagt, dann gucken wir mal. Ich meine, wir haben ja direkt da bei uns, da wo wir die ganze Bambus angepflanzt haben, da haben wir schon viel Zuckersand. Dann pflanze ich da einfach mal ein paar Kaktusse hin, dann machen wir uns da selber mal eine kleine Farm. Das geht ja mal gar nicht, Alter, dass wir keine Kaktusse haben hier irgendwo in der Nähe. Das ist ja ein Unding. So, das heißt, wir müssen irgendwie da oben hin. Mal schauen, wie wir da am dümmsten hinkommen. Alter, vor allen Dingen halt diese Steine hier. Nice. Ob wir damit mal irgendwie was Geiles bauen können? Das wäre natürlich, ultra geil. So, kommen wir überhaupt hoch? Oh Gott. Wie es aussieht, nicht sehr weit. Na komm, lauf. So, kommen wir hier hoch. Ja. Sieht vielversprechend aus. Wir probieren es einfach mal. Ach, sieht gut aus. Ah, sehr schön. Kaktus. Axt hatte ich ja dabei gehabt. So. Ja, tatsächlich war das gerade unser erster Kaktus, den wir abgebaut haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. So, hier ist noch ein bisschen Kaktus. Oh. Oh, schön, schön. Gut, wir versuchen mal wieder hochzukommen hier. Dumm auf der Spitze war ja auch noch vom Kaktus, ne? Ich meine, eigentlich haben wir jetzt mittlerweile schon mehr als genug. Wir haben schon 10 Kaktus, das sollte eigentlich sogar ausreichen. Ja, nee, darum kommen wir auch gar nicht hin. Nee, lohnt sich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt an der Stelle auch gleich wieder zurück nach Hause. Komme ich hier runter, ohne zu sterben. Ich hätte mal vorher gucken sollen, bevor ich runtergegangen. Oh, oh Gott. Digga, was tue ich gerade? Okay. Das war's. Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Boah, Alter. Das war immer ein harter Ausschlag hier. Bauchklatscher. Der dritten Generation. Okay. Sehr schön. Alter, die erste Dixerbumser dann, ne? Schön, schön. Finde ich geil. Aber schau, vielleicht finden wir auch irgendwann mal so einen richtigen Dungeons. Gibt es ja jetzt auch. Gibt es ja jetzt Dungeons, gibt ja unterirdische Minen, Schächte und so weiter und so fort. Gibt's ja, ne, sind jetzt ein paar Sachen hinzugekommen. Da hinten ist auch wieder so ein Gummibaum. Ich würde mal fast sagen, wir nehmen den einfach mal mit, ne? Die Blätter lassen wir aber hier, sondern nehmen einfach nur die Gummibaum aus solches mit. Diesmal haben wir auch eine Axt dabei, jetzt sollte das Ganze also ein bisschen schneller gehen. Aber Gummibaum scheinen wir tatsächlich noch ein bisschen zu brauchen. Der Server ist heute aber auch langsam. Was ist denn los mit dem? Verstehe ich gar nicht. Naja, was soll's. Ob es auch funktioniert. So, damit wir keine Blätter einsammeln. Sapling von dem haben wir ja bereits, ne? Ich nehme trotzdem noch hier ein paar Saplings mit. So. Sehr schön.
So. Wie viele Leute haben wir jetzt gerade bekommen? 45 Grad mal? Ich dachte, das war mehr. Na gut. So, wie sieht denn hier aus? Hier sehe ich gerade viele Früchte und sowas alles. Gibt es hier auch ein zufälligerweise Sachen, die wir noch nicht haben? Wie zum Beispiel Chili? Weil bisher sehe ich nur Sachen, die wir auch bereits haben. Da sind auch wieder rote Beete. Aber rote Beete brauchen wir nicht. Wir brauchen Chili. Denn Chili ist gut für den Magen. Stimmt halt wirklich. Vor allen Dingen ist halt auch etwas, was wir halt noch nicht haben und brauchen. Zum Zubereiten von, ja, Gerichten halt. Ich weiß auch absolut gerade nicht, wie Chili in der Rohform aussieht. Also wie man das, also wie es aussieht, das, was man findet. So, wenn es so wild wächst. Also ich gehe halt einfach mal davon aus, dass das irgendwas Rotes ist, ne? Aber ich meine, kann ja auch eine andere Farbe haben. Zum Beispiel grün. Und dann werden wir aufgeschmissen. Was ist zum Beispiel das hier hinten? Was bist du zum Beispiel? Ah ne, du bist Bohnen. Ach komm, wir gehen heim. Wie gesagt, wenn wir irgendwann mal durch Zufall auf Bohnen stoßen sollten, auf Chili stoßen sollten, ist schön, aber wie gesagt, gezielt nach einer Art suchen, das, ja, nicht gut. Das bist du? Nein, ich wollte das hier. Achso, oh, Bohnen. So, unser Haus müsste in die Richtung sein. Dann gehen wir einfach mal in die Richtung. Oh, schön viele Tomaten hier. Ja. So. So, genau diese grünen Blumen hier zum Beispiel. Was kann man eigentlich aus denen machen? Weil ich weiß, das sind halt ganz normale Blumen und aus denen müsste man ja dementsprechend auch Farbe machen können. Aus denen kann man echt gar nichts machen. Oh, doch. Farbe. Aber auch hell. Oh, lol. Hätte also wir den Kaktus gar nicht gebraucht. Ach, leck mich doch am Arsch. Weg mit dir. Dann nehmen wir noch ein paar grüne Blumen mit. Wenn wir die gerade so auf dem Weg finden, ne? Ich könnte schon wieder ausflippen, ja. Da reißt man sich den Arsch auf und macht einen Screenshot. Warum das denn? Lol. Da reißt man sich den Arsch auf, ja. Und dann, wenn man es geschafft hat, dann kommt das Spiel so mit, ja, aber du hättest auch das machen können. Fick die Wand dann, Alter. So, da hinten ist ein Dungeon, aber den hat man, glaube ich, schon vorher gesehen gehabt, ne? Von daher dürfte da auch keine Kiste drin sein. So wie ich das sehe. Und da gibt es auch Kaktus. Ach nö. Da hatten wir doch schon mal Kaktus gesehen gehabt. Jetzt, wo ich das Ding da sehe, fällt es noch wieder ein. Womit war ich in der Kiste drin? Waren wir schon mal drin? Lol. Fragezeichen? Ich meine, ich verstehe es nicht, aber okay. Es ist nicht so, dass ich abgeneigt dem gegenüber bin. Ich finde es halt einfach nur lol. Ja, ich weiß, ist nicht schön, aber fein. Na gut. So, die Kaktusse klauen wir uns natürlich noch gleich mal. Wir wären schon dumm, wenn nicht. Ist auch noch eine Kiste drin. Sind die Kisten neu oder haben wir die echt noch nie gesehen? Ich muss mal was wegwerfen können. Ach komm, dich hier, Alter, ganz ehrlich.
Backpack. Danke. Danke, danke. Leck mich. Alter. Weil die Mod, dass es hier diese Treasure Chests gibt, ist ja erst relativ neu. Die habe ich auf kurzem erst hinzugefügt. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sie auch in bereits vorhandene, also bereits generierte Dungeons Kisten hinzufügt. Ich meine, wäre natürlich geil. Aber wäre halt untypisch, weil eigentlich werden solche Sachen nur in also Gebiete hinzugefügt, wenn sie gerade generiert werden. Und nicht nachträglich nochmal. Aber gut, kann ja sein. Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht beschweren darüber, ne? Ich meine, ist ja, ne? Ist ja eher von Vorteil für uns. Haben wir noch ein bisschen mehr Schatzkisten, die wir finden können. Es wundert mich halt mal ein bisschen. So, ja, haben wir ganz viel Kaktus. Ach, leck mich doch was. Yay. Jetzt fühle ich mich wieder richtig. Also jetzt könnte ich vor Freude könnte ich jetzt hier, aber könnte ich ja Präsident werden, Alter. Das ist ja hier ein Träumchen. Wie das alles funktioniert und klappt und. Okay, ich würde sagen, grüner Farbstoff ist uns gesichert. Dann brauche ich dich auch doch nicht mehr. Ganz weg. Haben wir zu Hause ein paar grüne Pflanzen, von daher. Ab nach Hause. Ich hoffe mal, ist die richtige Richtung. Sollte aber. Ein Träumchen. So, wisst ihr was? Das nehme ich auch gleich mal mit hier. Sind wir wirklich gerade in der richtigen Richtung unterwegs oder laufen wir gerade in die vollkommen falsche Richtung? Da müsste so irgendwo unser Haus sein. Genau, ja, sind diese Tomaten. Hab gerade einen kurzen Moment dran gezweifelt und dachte so, na, vielleicht könnte doch Chili sein, aber. Nein. So, dann essen wir am besten noch gleich mal hier, bevor wir hier wieder Inventarplatz verschwenden. Ist auch ganz gesund. Oh, Alter, hoffentlich läuft der Katze wirklich in die richtige Richtung. Doch, genau, hier ist die große Sandwüste. Sandwüste, ja klar. Sandwüste. Das heißt, genau in die Richtung, da müsste unser Haus sein. Dann hole ich mal das Boot raus. Dann machen wir es mal wieder los auf. Auf eine Stockerfahrt. Die sich gewaschen hat. So. Genau da müsste unser Haus sein. Ja genau, da oben ist diese fliegende Insel. Ja, wir sind richtig, wir sind goldrichtig. Wir sind goldig und richtig. Los, zeig mir mein Haus, ich will mein Haus sehen. Du Huse. Na, wir müssen genau drauf zusteuern. Aber vielleicht doch noch ein Ticken weiter nach links. Ich weiß nicht. Doch, wir müssen noch nach links. So sieht schon besser aus. Ja, wieso? Keine Ahnung. Da sieht man es schon. Unser Hau. Nicht noch mehr. Ich wollte weniger machen. Bevor mir hier der Rechner zusammenstuppt.
Schnell. Wird weniger schnell. Perfekt. Okay. Ja. Sehr schön. Das heißt, wir haben Farbstoff, soweit das Auge reicht. Die blauen Blumen, da nehmen wir auch gleich noch mal, noch mit. Hallo? Danke. So. Wir verteilen immer noch ein paar rote Blumen. Einfach, weil wir es können. Dann haben wir da auch endlich mal ein bisschen Vorrat. Ne? Wäre mal ganz schön, davon ein paar, dass wir nicht immer so ewig weit laufen müssen. So, und dann bauen wir hinten auch gleich mal ein paar Kaktusse an. Da auf dieser großen, weißen, weiten Fläche. Ist auch ganz vorteilhaft, ne? Weil, ich meine, auf dem Zuckersand wächst ja sonst nichts. Von daher würde ich mal sagen, machen wir mal Kahlschlag. So, und genau hier kommt unser wunderschönes Dings hin. Einmal da. Nochmal da. Perfekt. So, haben wir da eine richtig schöne Kaktusfarm. So, hier kann es auch weg. Mach ich auch nochmal Kaktus hin? Ja, ganz ehrlich, warum nicht? Einmal da. Und da. Und dann auch da. Und da. So, haben wir zwei große Fläche, wo wir schön Kaktus anbauen. Sollte reichen. So viel brauchen wir davon jetzt auch wieder nicht. Vor allem wächst Kaktus ja auch extrem schnell. Das ist ja wie Pest. Und Cholera. So, jetzt sollten wir aber eigentlich alles haben, was wir brauchen an Farbstoffen. Achso, halt, weißer Farbstoff fehlt noch. Weißen Farbstoff, wo bekomme ich weißen Farbstoff her? Von weißen Blumen? Weißen Blumen. Ja, also nur weißen Blumen. Okay. Weiße Blumen haben wir ein paar. Aber nicht so viele, wie mir lieb wären. Fick die Henne. Weg mit dir. Reicht erstmal. Wir brauchen definitiv mehr Blumenvielfalt. So. Okay. Ja, Baum. Okay. Was wir brauchen ist erstmal, ja gut, ich denke, wir räumen erstmal kurz Inventar auf, das ist ja hier, das nimmt ja gerade überhand. Also, du kommst da rein. So ungefähr. Tja, ich weiß, sollten wir für Blumen eine extra Kiste machen? Wobei wir haben ja hier schon noch weiße Blumen drin. Dann packen wir die auch mal rein. Gut, die roten machen wir da rein. Die orangen können wir eigentlich wegtun, weil die brauchen wir eh nicht. Andererseits, ganz ehrlich, warum? Komm, wir tauschen das mal gegen das Leder. Das Leder kommt mal. Ach, die steht doch hier auch sowieso.
Hier nehme ich erstmal drinnen. Ey, komm, das Zeug hier kommt raus. Das ist, wenn ich das schon sehe, kriege ich schon wieder AIDS und Asthma. Weg damit, weg damit. Da kriegst du nur Albträume von. Oh. Die müssen auch da rein. So, du kommst da rein. Ihr kommt auch erstmal alles hier rein. Da, da, da. Das gleich mal hier in die Lücken füllen. So ungefähr. So, so. 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 So, dann lernen wir jetzt mal die Backpacks hier aus. Ist aber sogar ein bisschen Mese gefunden. Das war ganz geil. An sowas hätte ich ja schon fast nicht mehr gedacht, dass wir auch mal Mese finden. Da, da. Okay. So. Dafür kommt ihr da rein. Ihr kommt da rein. Und ihr kommt da oben rein. Ah ja, ja, halt. So. Ja, ihr könnt da bleiben. Okay. Andererseits, weißt du was? Du, nee, komm, bleib so, bleib so, bleib alles genauso. Was mache ich jetzt mit euch? Ihr kommt am Bett. Ach komm, Alter. Du machst mal nach da. Du machst nach da. So, nächstes Backpack. So. Du kommst doch rein, du kommst doch rein, du. Nein, halt, du nicht. Du, nein, halt, du nicht. Du. Kommst da rein. Du auch. Du kommst da mit rein. Nee, du kommst weg. So, ihr kommt hier mit rein. Ihr auch. Ihr auch erstmal temporär. Ihr kommt ja bald wieder raus. So, nächste Tasche leer, sehr schön. Kommt jetzt das hier noch? Da. Oha, ich glaube, ich bin voll. Kann das sein? Ich weiß nicht. Na gut, kommt ja gleich bald wieder was raus. Von daher, so wie sieht's hier aus? Du kommst mal bitte mit. Du kommst mal hier. Ach, Scheiße, ist auch schon voll. Weißt du was? Because I can. Es gibt manche Sachen, von denen kann man nie genug haben. Einfach per Definition nicht. Das ist nicht möglich. So. Okay. Da kommst du noch mit dahin. Egal. Okay, jetzt machen wir PC-Teile. Und für PC-Teile brauchen wir das und das und das und das. Dann brauchten wir noch... Da haben wir jetzt echt ganz schön viel gemacht. Heilige Scheiße. Na egal. Wenn es halt von der Produktion her so billig war, was kriegt denn dafür? So, das brauchen wir wieder zurück im Inventar. Da brauchen wir ein bisschen Kohle für schwarze Farbe. Dann
auch Eisen ganz viel. Fackeln? Braucht eine Fackeln? Keine Ahnung. Ich glaube ja, wieso komme ich in irgendwelche. Ah, die haben wir ja schon. Diese Lichter. Siehst du? Haben wir schon. Das hier. Egal, ich lasse die Fackeln trotzdem erstmal drin. So, dann brauchten wir noch Farbstoff. Ah, siehst du, genau. Dafür brauchen wir auch wieder Fackeln. Genau. Farbstoff. So. Okay. Farbstoff. Folgendes. Wir brauchen. Ich mach mal 8. 8. 8. Was? Ich weiß nur ein einziges? Das ist ja teuer. Man kommt aus diesen Blumen mehr draus als aus einem gesamten Kaktus. Wollt ihr mich verarschen gerade? Ah ja. Zum Glück werden wir mit Kaktus früher oder später vollgeschmissen. Was soll's. So, hier nehmen wir mal 16. Davon die Hälfte. Und das wird dann nämlich zu. Ja, komm. Fuck off. Das. Dann brauchten wir jetzt noch Weiß, habe ich vergessen. Da brauchten wir auch noch ein bisschen was. Weißer Farbstoffvorrat. Ja gut, okay. Warum nicht? So, wie kriegt man jetzt diese komischen Dinger da? Diese komischen Tiere. Okay, ein Mes und eine Fackel. Okay, okay. Na, das klingt ja. Das klingt ja falsch. Das klingt ja. Das geht doch. So. Dam, dam, dam. Dankeschön. Dam, dam, dam. Dankeschön. Und dam, dam, dam. Schon haben wir Rot, Grün, Blau. Easy. RGB-Technik, die begeistert. So. Weißes Farbstoff haben wir. Für LCD. Ach, Kacke. Ich meine, ja gut, wir haben jetzt einen Diamant, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir noch mehr Diamanten brauchen. Weil dann wird es nämlich langsam schwer. Hä, wieso haben wir nur einen einzigen Diamant? Müssen wir nicht mittlerweile ein paar mehr haben? Ich hatte doch letztens ein paar Diamanten gefunden gehabt. Wo sind denn die jetzt hin? Ja gut. Also sag mal so. Hallo? Ach! Die sind doch draußen. Die sind immer noch in dem Ding drin. Ja, okay. Wir brauchen also noch mehr schwarzen Farbstoff. Na gut. Wisst ihr was? Gib her. Scheinbar doch etwas zu brauchen mal, diesen schwarzen Farbstoff. So, können wir jetzt davon einen machen? Jawoll. Wuhu. Okay. Wir haben also mittlerweile, das haben wir jetzt mittlerweile auch schon. Wisst ihr was? Das Gehäuse können wir eigentlich auch jetzt direkt machen, ne? Ja. Gehäuse haben wir. So, wisst ihr was? Wir machen mal hier dieses Feld hier machen wir komplett frei. Und dann basteln wir uns quasi hier schon im Geiste unseren Rechner zusammen. So, das Gehäuse kommt nach da, CPU nach da. Da kommt zweimal weiß. Ne, also das, dieser 9er Block ist jetzt genau der 9er Block hier. So, dann brauchen wir eine Grafikkarte. Für eine Grafikkarte haben wir auch alles da. Perfekt. Oh, es wird langsam. Hierfür haben wir auch alles da. Wo ist der dunkle Farbstoff? Was? Momentchen mal. Aber habe ich doch. Ich habe doch hellgrün und schwarz. Hä? Warum habe ich denn jetzt Mittelgrün bekommen? Gott, was ist hier los? Hä? Ja, komm jetzt ver. Ach, verpiss dich halt nach unten mit dir. So. Was für mittelgrüner Farbstoff, sag mal.
Bist du irgendwie auf Koks? Warte. Da, ja. Alter. Es gibt's nicht mal mittelgrünen Farbstoff. Sowas gibt's nicht mal. Was zur Hölle ist jetzt schon wieder... Oh, wir können Bilder machen. Was zur Hölle ist jetzt schon wieder los hier? Also etwas produziert, was es nicht mehr gibt, laut Dixer Bumster. Dunkelgrüner Farbstoff müsste das sein. Das haben wir produziert. Okay, das macht seriously keinen Sinn. Ich krieg eine Krise, Alter. Kann ich das jetzt hier mischen? Auch nicht. Moment mal. Macht halt keinen Sinn, aber okay. Dann, ja. Haben wir wieder schon wieder etwas verschwendet. Danke. Echt ist, es ist ein Träumchen. Es ist und bleibt ein Träumchen. Nein, du, danke. Bam. So. HDD haben wir auch zusammen. Und jetzt, haben wir auch zusammen. Perfekt. Yay. So. Du kommst nach. Du kommst. Nach da. Wow, ganz schön groß. Ach, geht schon klar. Wir können halt sogar benutzen. Das ist so geil, Alter. Woo. Help. Kann man noch schreiben? 10 print hallo. Syntax error. 20 go to 10. 1. Also basic scheint hier nicht drin zu haben. Schade. Version carry diff soft basic opera- ja basic, ne, dann müsstest du aber auch basic können, mein Lieber. Print hallo. Ich rede mit dir. I talk to you. Fuck you. You. Okay, scheint doch Microsoft Windows zu sein. Okay. Help. Die unterstützen sogar schon ACPI. Ich bin ja begeistert hier. Lol. Das muss also FreeDOS sein. Die haben schon FDAPM drinne. Das ist ja interessant. Digga. Bin stolz. Exit.
So, mein Browser geht glaube ich soweit nicht, weil ja, da gibt es halt keine Webseiten bisher. was gibt es hier noch? Ja gut, Mail ist natürlich, ne? Ich erstelle jetzt mal einen Account und dann, ja. Gibt es leider noch gar keinen anderen, der irgendwie einen Account hat. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal als Walker umgehen, da einen Account erstellen und dann könnte ich Walker eine E-Mail schicken. Macht aber keinen Sinn, weil dafür gibt es ja diese Mail-Mod. Aber wir können ein bisschen Tetris spielen. Easy! Halt, wie geht das? Wie geht das? Oder geht das nur hier mit... Geht das nicht mit Tasten? Ach, sehr hässlich. Halt, in die Ecke mit dir. Du kommst mal nach da. Runter mit dir. Hallo. Ha. Ja, danke. Ach komm, leg mich am Arsch. Nein, halt. Ich möchte... Bitte. Danke. Bitte. Runter. Links? Ne, geht auch nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe diese Steuerung nicht. Ach, das ist links drehen. Ah, okay. Und das hier ist jetzt quasi komplett fallen lassen, oder was? Ne, keine Ahnung. Ach, frag mich doch nicht. So, du kommst. Ich wähle dich! Wow. Alter. Was? Nicht jetzt schon hochgehen, wo dann alles voll ist? Ja, langweilig, Alter. Nee. Das mag ich nicht. So, TNT-Sweeper. Yay. 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 Oh. Yay. 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 ja, gut. Taktische Startregel. Hier ist auf jeden Fall eine Bombe. Hier ist auf jeden Fall eine Bombe. Hier ist aber keine Bombe. Was? Ach, wenn er hier ist, war... Ah, okay, da hatte ich jetzt gerade falsche Erinnerung. Dann zählen die also auch diagonal mit. Ich dachte immer, das ist nur links, rechts, um und unten. Ja gut, würde das dann so auch gar keinen Sinn machen, was ich gerade erzählt hatte. Ist ja egal. Big Hard. Big. Machen wir mal wieder die Ecken. Ich spiel mal nächste Runde. Folge ist jetzt schon wieder vorbei hier.